Digga. So ein raffinierter Hund. Digga, 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 Digga. So, Memoir Let's Play, erste Runde gegen die Dame des Hauses. Regeln ganz einfach. Hinter diesen Plättchen gibt es fünf verschiedene Sorten von Tieren und fünf verschiedene Farben von Rückseiten. Seht ihr jetzt? Ich zeige euch nämlich jetzt erstmal die ersten drei. Die drei darf ich mir nämlich angucken. Die Svetlana darf sich die anderen drei da angucken. Wir gucken mal gemeinsam meine Karten hier an. Jetzt versuche ich mir die mal zu merken. Ich glaube, ich wäre soweit. Ich auch. Okay, alles klar. Svetlana fängt an, darf jetzt eins dieser Teils hier umdrehen und ich muss den Ort danach verbinden, indem ich ein anderes Plättchen umdrehe, was entweder das gleiche Tier aufweist oder die gleiche Farbe der Rückseite. Wenn einer von uns einen Fehler macht, normalerweise gibt es hier so Vulkankarten, man nimmt davon immer eine weniger als Spieler teilnehmen. Deswegen gibt es hier auch keine drauf, weil sobald der erste von uns einen Fehler macht, bekommt derjenige, der noch drin ist, quasi eine Schatzkarte und davon gibt es 7 Stück. Nach 7 Runden ist das Spiel beendet. Nach jedem Durchlauf werden die Dinge einfach wieder umgedreht. Gut. Oh, jetzt kommst du mir mit der Schildkröte. Dann gehe ich auf Nummer sicher und ziehe auch die Schildkröte. Ich ziehe auch die Schildkröte. Und jetzt kann man ein Wasserelement ziehen oder eine Schildkröte. Genau. Also muss. Ja, mir bleibt ja ganz anders über, als um eine zweite Schildkröte zu ziehen. Oh. Pink oder Schildkröte? Ja. Ich zieh Pink. Oh Gott, jetzt komme ich aber ins Bedrängnis. Ich habe natürlich hier nur eine Krabbe, ne? Aber. Eine Krabbe? Was ist eine Krabbe? Ja, ne? Ich bin leider raus. Und ich darf mir eine Schatzkarte ziehen. Gut, wir merken jetzt nochmal kurz alles. Mhm. Alles klar. Ich habe verloren, ich darf anfangen und checke mal den hier ab. Mr. Krabs. Mhm. Lava Krabs. Rot drunter, scheiße. Gratis Schatz for me. Du darfst anfangen. Hier war er, oder? Nein! Gratis Schatz for you. Du bist dran. Mr. Krabs. Mr. Krabs. Mr. Krabs. Du hattest auch noch eine andere Krabs. Aber ich nehme meine Krabs. Dann nehme ich die Krabs. Lava Krabs. Noch eine Krab. Nein! Na, das ist eine Schildkröte. Wasserschildkröte. One for me. Du startest. Pinguin. Pinguin? Green. Jetzt denkst du, bringst mich in Verlegenheit, aber ich habe hier noch den Lava-Pinguin. Hier war doch auch eine Lava-Karte, ne? Auf jeden Fall. Nein, schon wieder. Nein! Nee. Dritter Schatz von mir. Aber du hast auch schon zwei, ne? Auf der Rückseite sind so Rubine drauf und wer nachher die meisten Rubine hat, der gewinnt, nicht derjenige mit den meisten Schatztruhen. Okay. Was? Dann, oh. Was ist da? Was ist da? Ich nehme lieber meine eigene. So. Boah, den dicken, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Wo war denn hier nochmal eine gelbe? Hattest du nicht bei deinen eine gelbe liegen? Ich bin mir nicht sicher. Nein! Schade, aber auch. Ja, for me. So. Okay. Du musst. Ah, klar. Und Schildkröten. Schildkröten kann ich dir 7 nennen, die hier liegen. Hier war da auch eine, ne? Mit geschlossenen. Hier war auch eine. Ja. Scheiße, ich bin wieder, ja.
Von mir, wir kommen zur Auswertung. Ich habe 3, 5, 6, 8. Ich habe 5 und 7. Ja, das ist schlecht für dich. Damit habe ich gewonnen. Ja. Um ein. Sehr schön. Vielen Dank, Katz. So, Runde 2. Meine Karten. Okay. Kannst du sehen. Der Gewinner vom letzten Mal fängt an. Zip. Na, die absolute Pinguin-Kombo hier. Ich den fünften noch kurz ziehen. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Boah. Jetzt wird's heftig. Boah. Lavaschildkröte rettet mich. Nee. One for me. Okay, du fängst an. Lavaschildkröte. Krabs. Kriegst die Schildkröte. Boah! Heftig. Zieh ich natürlich mal Wasserpinguin. Dein Wasserpinguin. Boah, ja, stimmt, der war da eben noch. Oh Gott. Aber wir hatten ja 4 Pinguine liegen, nicht wahr? Eben. Und aber hier. Nee. Da ist der Wasser. Schade. Krebs. Zack. Okay. Okay, weiter geht's. Wüstenkrake, wer kennt sie nicht? Oh, Wasser, da wird es jetzt wieder eng bei mir. Nein. Da war er. Lava-Schildkröte. Oh. Die Wüstenkrake, wer kennt sie nicht? Grün, hier war auch grün. Ah, der Pinguin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, wo war der vierte noch? Zack. Gelb. Shit. Ja, da sehe ich die dritte Schatztruhe, doch vierte Schatztruhe schon auf mich zukommen. Boah, das gibt's ja gar nicht. Ja, kann nicht wahr sein, das ist ja unfair. Oh. Jetzt wird's aber deftig. Aber den dicken.
Zweimal Pink haben wir noch drin und den dicken haben wir noch vielleicht dreimal drin. Boah, boah, das gibt's doch nicht. Zack! Ja, nee. War ja klar. Ja, schön merken. Merken. Warte, ich muss mir merken, erstmal nochmal hier meine auf der Hand hier. Okay. Lavaschildkröte. Eine Frage habe ich, was hat denn hier diese Wasserpinguin mit der Lavaschildkröte gemeint? Gar nichts. Einer für mich. Zack, 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 zack. Dafür, dass du mich beim letzten Mal kontinuierlich am Band die ganze Zeit abgerippt hast, hast du heute aber wenig Schätze. Glaube ich, ne? Man munkelt. Wasserkrebs ist die Antwort. Sandkrebs. Und jetzt kommt der Urwaldkrebs. Boah, richtig Rückenschmerzen vor Schmerz. Eigentlich brauchen wir gar nicht mehr weiterspielen. Ja, natürlich brauchen wir nicht weiter zu spielen, weil jetzt geht es erst um die Ehre. Den letzten Schatz will ich nämlich auch noch haben. Lavaschildkröte, die Antwort auf alles. Wasserkrebs. Wiesenkrebs. Urwaldkrebs. Das war schon bei mir. Boah, hier war doch überall grün. Nee. Boah. Heftig, Wasser? Alle Schätze. Hat man den nicht jetzt als letztes? Ach nee, den, ne? Der Urwaldkrebs hat das letzte. Alle. Boah, das schätze ich mal. Schätze. 1, 2, 3, 4. Ja, 7, 9, 10, 12, 14. Wie viel hast du? So, null. Runde 3. Zweimal habe ich jetzt gewonnen, ne? Jetzt geht's um die absolute Weltmeisterschaft. Alles. Vorher war eine Übung. Jetzt geht's um den Weltmeister in diesem Haus. Macht doch voll Spaß. Du hast jetzt noch Chance, Weltmeister zu werden. Die beiden vorderen Runden zählen nicht. Okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Meine hat man gesehen, ne? Nehme ich an. Ja, ich zeig's nochmal. Ja. Okay. Okay. Der Gewinner vom letzten Mal fängt an. Was unter meinen gelegen hat. Scheiße, ein Schatzwurf für dich. Ach ja, ja, okay. Oh. Ich muss nochmal gucken. Ist das stumpf? Okay, okay, okay. Ja, aber man spielt das ja so oft hintereinander und dann weiß man ja gar nicht mehr, was wo war. Ja, das stimmt schon. Was ist hier, was da ist da? Da braucht man schon so eine Jugendliche aufgeben. Auf. Auffassungsgabe. So genau. Eine wie ich halt eben noch habe. Mhm. So. Oh, pinker Krebs. Willst du mich direkt erledigen? Dann muss ich den Urwaldkrebs nämlich hier ziehen. Dann ziehe ich einfach mal hier diese Karte und verliere. Danke. So, dann so. Du wieder anfangen. Komm her. Oh, schrecklich. Nein. Okay. Einer für mich. Oh, worin? Ach da, okay. Okay. Los geht's. Da muss ich den jetzt nehmen. Hätte ich im ersten Durchlauf eben schon nehmen müssen. Hab mich verpeilt. Ich höre jetzt auf zu spielen, ganz ehrlich. Ja. Aufmerksamkeit gleich null. So, die Schildkröte
Oh, oh Gott, hier hinten war da was Pinkes. Nein! Schade. Oh, tut mir leid für dich. Ja, musst du auch einen Schatz nehmen. Hast du dir verdient. Eigentlich nicht, aber schon ein bisschen. Gut, ich darf anfangen. Kann ja direkt vier Wasserschildkröten sein. Boah, ich gar nicht. Boah, nein! Wie hast du mir den jetzt weggenommen? Das war meine einzige Sicherheit. Aber kein Problem. Nein! Doch ein Problem. Der Urwald-Pinguin. Mann, oh Mann. oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Pink, pink, pink. Habe ich gerade eben gesagt, da ist pink, noch umgedreht und dann war da gar kein pink. War das vielleicht noch so ein Fall? Nee, hatte ich eben richtig gemacht? Bei dem Move? Genau. Nein, ich habe versucht, mich zu täuschen. Pink, auf jeden Fall, ich sehe pink. Hier ist pink. Oh, no, aber wenigstens ein Krebs, geil. Oh. Ja. Jetzt wird's brenzlig, also wir drei Krebse hier gleichzeitig. Huhuhu. Oder hier war doch irgendwie auch eine Schildkröte mit Rot, ne? Boah, die Lava-Schildkröte rettet dich. Oh. Ich muss nochmal meine Karten holen. Nein, das darf man auf gar keinen Fall, das ist ja voll schief. Da darf man auch sofort auch nochmal gucken. Darf man doch auch? Nein, darf man auf gar keinen Fall. Steht das im Regelwerk? Ja, wenn du das jetzt so machst, mach ich das auf jeden Fall auch kurz. So. Bin ich dran? Ja, dann zieh ich mal kurz den hier. Selber schuld. Oh. Jetzt denkst du, bist auf der sicheren Seite. Aber ich habe ja den hier noch. Du hast drei Schätze, ich habe drei Schätze, das ist spannend. Oh, die Sahnschildkröte, die haut mich natürlich jetzt voll weg. Die Lavaschildkröte liegt schon. Oh no. Schade, Schatz. Schade, jetzt wird er ausgewertet. So, wer hat die meisten Punkte? Oh, für mich sieht es ganz gut aus. Nein, ehrlich. Ich glaube, ich habe. Du hast 8 Punkte, ne? Ne, ich habe 9 sogar. Oh. Ne, gar nicht wahr. 7, 8 habe ich. 8 habe ich. Und ich habe 7. Wie im ersten Durchlauf. 2, 4, 6, 7. Das tut mir sehr leid. Schade. Jetzt bin ich auch noch Weltmeister in diesem Haus. Ja, okay. Ja, okay.